Palim, palim. Die Post war da. Es ist ein Paket gekommen. Was Kleines. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber wir schauen einfach mal nach. Und dann packen wir das hier aus. Also es ist nicht schwer. Und es sieht nicht nach Beleuchtung aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh. Es ist ein Tröpfler. Das ist ja lustig. Was ist denn das für ein Tröpfler? Ich kenne das Logo gar nicht. Steht denn da irgendein Hersteller drauf? Truga 2. Das ist ein neuer Tröpfler von Truga. Dass der kommt, habe ich jetzt echt nicht gewusst, aber finde ich cool. 18 Karat Gold. Das ist ja witzig. Hier ist auf jeden Fall ein Dual-Coil-Tröpfler. Da muss jetzt nachher echt mal meine E-Mails durchforschen, ob die mich irgendwie per E-Mail kontaktiert haben. Die Garantiekarte. Der Tröpfler ist drin, dann sind. So wie es aussieht, ist das hier ein Squonker-Pin. Also der ist auf jeden Fall dingsbumstauglich, squonk-tauglich. Ein paar Ohrringe sind da mit drin. Und sonst ist eigentlich nichts weiter drin. Drücken wir jetzt wieder da rein. Gucken, ob ich den irgendwie aufkriege, aber. War vermutlich ohne Akkuträger, war die denn so alt aufkriege. Jetzt brauche ich irgendeinen Akkuträger, wo ich das schnell draufschrauben kann. Dass wir uns mal schnell das Deck angucken können. Also dass ich jetzt einen Tröpfler kriege, finde ich echt gut. Das sieht auch noch richtig schick aus. Sehr ähnlich meiner Meinung nach dem Drop Solo. Jawohl, boy, der Drop Solo, der ist tatsächlich noch mal ein bisschen kleiner. Also die Optik, die ist schon mal gut. Das Deck ist auch geil. Da brauchst du eigentlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, ein Werkzeug, wenn du eine Keule bauen willst. Das ganze Ding kannst du tatsächlich mit der Hand drehen. Und mit dem Schlitz und mit dem Kreuzschlitzschraube drehen. Aber selbst wenn du kein Werkzeug in der Hand hast, du hast hier echt sehr dicke Pfosten. Da kann man mega dicke Keuls einbauen. Einfach runterdrehen. Theoretisch müsste man dann ein ja, selber entscheiden können, ob man den Single bestückt oder Dual. Wäre jetzt natürlich cool, wenn die Airflow auch irgendwie so einstellbar wäre, dass man das entweder Single oder Dual machen kann. Cool wäre es halt, wenn ich den die Topcaps so verstellen könnt, dass ihr entweder das ganze Ding Single oder Dual nutzen kann, aber geht leider nicht. Das ist immer gegenüber. Wäre es halt spannend, wenn jetzt auf einer Seite im Prinzip nochmal eine Aussparung wäre, dass man das dann nur von einer Seite belüftet, dann könnte man den tatsächlich als Single-Coiler verwenden. Geht so jetzt nicht.
habe halt hier die Möglichkeit, die Airflow komplett aufzumachen. Die erste Reihe zum Verschließen. Drückt man mal wieder zusammen. Und dann auch die zweite Reihe zum Verschließen. Aber das mache ich dann von beiden Seiten immer gleichzeitig. Und das Strip-Tip ist natürlich extrem kurz. Und weg. Gut, das ist mir jetzt unter den Tisch runtergeflogen. Suche jetzt gleich. Netter Tröpfler auf jeden Fall. Muss man halt dann beim Draufsteiger darauf achten, dass die Airflow dann auch so ausgerichtet ist, wie die Coils verbaut sind. Da ist dann doch, da ist sogar ein Anschlag drin. Anschlag ist drin, ich kann das komplett jetzt herunterdrehen. Also netter Tröpfler. Den werde ich jetzt auf jeden Fall die Tage mal testen und da bin ich mal gespannt. The Vape House and Aug Vape. Druga 2. Gibt einen Druga 1, den Tröpfler, den kenne ich aber, den habe ich jetzt noch nie ausprobiert und coole Seriennummer habe ich auch gekriegt. 1666 und dann die 5. Wenn das jetzt auch nochmal 6 gewesen wäre, das wäre ja echt mega geil. Gut. War jetzt ein kurzes Video, die Post war da. Neuer Tröpfler ist auf jeden Fall gekommen. Warten wir uns die Tage noch anschauen. Wir sagen mal danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.